Vielen Dank für die Einladung. Wir haben ja heute schon mal vorhin gehört von diesem Occupy-Movement, das momentan in aller Munde ist. Und dieses Movement versucht ja, sich gegen die Finanzbranche aufzulehnen und gegen deren Einfluss hier auf unsere Welt und auf unser Leben. Aber das darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass das wahre Occupy-Movement nach wie vor die Finanzbranche selbst ist, die versucht, immer mehr Bereiche unseres Lebens und unserer Welt in Beschlag zu nehmen, in Anspruch zu nehmen. Und wie sie das machen, ist in der Regel, dass sie versuchen, immer mehr Teile entweder zu besitzen oder handelbar zu machen und Anlagen aus allem zu machen, was uns wichtig ist in unserem Leben. Und diese Entwicklung hat inzwischen auch das Wichtigste von allem erreicht, nämlich die Grundnahrungsmittel. Seit ein paar Jahren versuchen also die Banken und die Fonds immer mehr, die Grundnahrungsmittel zu einer Anlage zu machen, aus dem Gut, das wir brauchen zum Essen, ein finanzmarktfähiges Gut zu machen. Ich habe hier zum Beispiel Weizen, den wir zum Essen brauchen. Und dieser Weizen wird also nun zu einer Anlage, mit der Menschen und vor allem aber die Finanzbranche selbst Geld verdienen können. Und die Finanzbranche kauft im Regelfall noch nicht den Weizen selbst, das kommt vielleicht auch noch, sondern sie schließt Wetten auf den Preis für diesen Weizen ab, mit sogenannten Termingeschäften oder Futures, wie es häufig heißt. Und mit diesen Wetten versucht man dann, ganz viel Geld von Anlegern in Fonds zu locken und zu sagen, verdienen Sie auch hier an diesem Weizen mit. Zum Beispiel die Deutsche Bank ist da ein ganz großer, wichtiger Akteur hier in Deutschland. Und sie hatte einmal vor 3 Jahren eine Werbung auf Brottüten in Bäckereien. Und da war der Slogan drauf, freuen Sie sich auch über steigende Preise. Und jetzt muss man wissen, vielleicht wissen das einige, dass vor 3 Jahren zur selben Zeit nach offiziellen Schätzungen 75 Millionen Menschen in dieser Welt zusätzlich hungern mussten wegen steigender Nahrungsmittelpreise. Und genau mit dieser Entwicklung macht also die Deutsche Bank Werbung und versucht hier Anlegern Geld zu versprechen. Jetzt kann man sagen, das ist einfach nur zynisch, aber die Preise steigen nun einmal, schlimme Welt, und wir verdienen auch Geld dabei, ist ja nicht so problematisch. Man muss sich aber mal fragen, wo kommt denn dieses Geld her? Wenn ich Geld verdiene, wo kommt denn das her? Wer bezahlt dafür? Wenn irgendjemand Geld verdient, weiß doch jeder, das Geld muss jemand auch bezahlen. Also wer ist das? Sind es die Bauern? Sind es vielleicht am Ende doch die Menschen, die die steigenden Nahrungsmittelpreise bezahlen müssen? Und es geht aber noch weiter. Es ist nämlich so, dass es sehr gute Gründe gibt für die Annahme, dass das viele Geld, was die Banken hier in die Nahrungsmittelmärkte schleusen, das sind inzwischen über 100 Milliarden US-Dollar, dass dieses viele Geld nicht nur einfach von den Preisen profitiert, wie die Banken so schön sagen, sondern dass diese Preise auch mit angetrieben werden durch dieses viele Geld, was in die Nahrungsmittelmärkte strömt. Ich habe selbst eine lange Liste mit Studien zum Beispiel erstellt, hier fast 100 Studien, die alle das Argument machen, dass die Nahrungsmittelpreise auch deshalb so hoch gewesen sind vor 3 Jahren und jetzt auch gerade wieder, weil die Banken so viel Geld in diese Märkte schleusen. Und das heißt also, das Elend der Menschen auf dieser Welt, zumindest ein Teil dieses Elends, ist wirklich auf Kosten der Rendite von schon reichen Menschen oder zum Teil aber auch von uns allen. Denn es ist nicht nur so, dass vielleicht reiche Menschen in diesen Fonds ihr Geld haben, sondern jeder von uns kann mit seinem Anlegergeld auch Geld in diesen Fonds haben. Selbst die Sparkassen, die Genossenschaftsbanken, alle versuchen, an diesem Geschäft zu verdienen. Und ich denke, wir dürfen es nicht zulassen, dass unser Geld auf Kosten des Elends anderer angelegt wird. Wir sollten unser Geld aus diesen Geschäften raushalten und wir sollten die Banken zwingen, aus diesen Märkten mit dem vielen Geld hinauszugehen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank.